Ja, Leute, heute gibt es wieder ein besonderes Video, denn wir haben einen Gast. Und zwar den Apache des Yu-Gi-Ohs. Und ja, wer es weiß, wir duellieren schon öfters gegeneinander, doch nicht einfach so mit irgendwelchen Meta-Decks. Nein, wir bauen uns irgendwelche Decks zusammen, machen eine Sealed-Only-Challenge oder ähnliches. Und auch heute machen wir etwas Besonderes, denn wir nehmen einfach ein aktuelles Produkt und bauen daraus eben ein Deck. Und ja, wir haben uns entschieden, einfach Hidden Arsenal Chapter 1 zu nehmen. Und ja, Leute, ich weiß, hier sind sehr wenig Zauber- und Fallenkarten drin. Aber gerade das ist ja ziemlich lustig. Ich bin gespannt, was wir ziehen und natürlich, wer das Duell gewinnen wird. Das Duell wird am Ende wie immer gesplittet. Bedeutet, ein Teil des Duells kommt bei mir, das andere bei CK Phoenix. Sprich also, ihr müsst beide Videos gucken, um zu wissen, wer am Ende gewonnen hat. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange weiter, sondern öffnen endlich das Set. Denn wir wollen wissen, was für ein Deck wir eigentlich so spielen. Ja, hier haben wir das gute Stück. Es ist ziemlich groß, passt kaum vor die Kamera. Und ich würde sagen, wir reißen das Ganze einfach mal auf und gucken jetzt natürlich, was wir so ziehen werden. Ui. Einmal. Zweimal. Mikrofon kommt zurück. Und hier haben wir einiges an Karten. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt. Das hingegen ist sehr, sehr, sehr gut. Und ja, eine Zauberkarte. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir einen Cyberdrachen. Den müssen wir natürlich auch erstmal ziehen. Wabuku. Sehr starke Fallenkarte. Stratos, nett. Ananas, okay. Naturia. Oh, Kräfteraum! Kräfteraum! Kräfteraum ist so eine starke Karte und die beste Karte des Sets. Ich würde sagen, damit haben wir einen großen Vorteil auf jeden Fall im Duell. Aber nicht den Tag zu früh loben, denn wir haben immer noch keinen Cyberdrachen. Nochmal Kräfteraum. Okay, das ist mächtig, aber immer noch kein Cyberdrachen. Nächtlicher Angreif auch richtig stark, richtig gut. Ich würde sagen, wir ziehen echt nicht schlecht. Cyberdrache! Ich call es sehr. Lava Golem, sehr, 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 sehr gut. Das ist. Hui, das ist sehr nice. Oh, nochmal Kartenkamera ist nett. Alter, ich bin zufrieden, aber kommen wir jetzt mal zu meinem Deck und was ich hier draus eben gebaut habe. So, bei dem Deck fangen wir jetzt von hinten an. Wie gesagt, es gibt hier nur sehr wenig Zauber- und Fallkarten drin, deswegen fangen wir damit einfach an. Zweimal Kräfteraum ist natürlich super steile Karte. Zweimal Staubtornado, falls der Gegner ebenfalls Kräfteraum hat und uns das einen Nachteil bereiten sollte. Außer natürlich Backroom Removal und zweimal Wabuku, weil gute Karte, um den Gegner aufzuhalten. Dann kommen wir zu den ersten One-Off-Monster. Sagenhafte, wir spielen hier eine Kombination aus Sagenhafte und Naturia und natürlich ein paar guten One-Offs bzw. Normal Summons. Ebenfalls Naturia, den man speziell beschwören kann, einfach als Extender zum Blocken, aber auch einfach halt, als, weil er Empfänger ist. Und die spielen wir einfach, um Discard zu haben. 1-7 Beatstick ist schon ganz nett. 1-7er Floodgate, nice von daher. 1-6er, der stärker werden kann, und zwar auf 2-2, also guter Beatdown. Pistolendrache, habe ich einfach gesagt, spiele ich einfach mal, falls wir eben doch es schaffen, zwei Monster auf dem Feld zu haben und den zu rufen, dann wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich komplett Game, wenn wir das eben schaffen. Dann geht es weiter zu den Sagenhaften. Einmal Empfänger, Stufe 1, cool, und kann Karten zerstören. Stresst sich selber, Empfänger, lässt discarden, ist wichtig. Specialt sich selber und 1-6 ist gar nicht mal so ein schlechter Beatstick. Dann, richtig starker Beatstick ist Falke mit 2000. Das Angreifen ist natürlich, ich sag mal, kostenspielig, aber trotzdem 2000 muss der Gegner erstmal drüber kommen. Dann weiter zum Discarden, weiter zum Discarden, dann weiter zum Discarden, sehr, sehr wichtig. Wir müssen irgendwie discarden, weil haben alle Abwurfseffekte. Dementsprechend muss das Ganze auch irgendwie funktionieren. Und unser Nichtempfänger war das auch gleichzeitig. Zwei Tributmonster, ich dachte mir so, ist nett, nimmt den Gegner Ressourcen, von daher. Dann kommen jetzt die guten Karten, die man allgemein spielen kann, die irgendwie nicht zum Rechner kommen würden. Nächtlicher Angreifer, starke Karte in dem Format. Cyberdrache, starkes Beatstick. Dann zweimal Kartenkarolist, sehr cool, dass wir die gezogen haben. Dann zweimal die Kirsche, leider nicht dreimal, aber besser ist ja eine, also zwei, dann kann man halt eine aus dem Deck rufen. Ist Empfänger, Stufe 1, ist natürlich sehr, sehr cool. Naturia Fels, kann Kirsche holen, von daher nett, aber für den Tuner ist es Effekt, ne? Es ist nett, also von daher.
Natürlich weiß Eiche, es gibt Buch des Mondes oder ja, Fine Controller kann man da vielleicht nutzen aus den 1-8-Beat-Stick. Ja, den Wächter habe ich dreimal gespielt, einfach weil, wenn man den First Turn spielt, hat er dann 1-9 quasi. Und von daher ist das dann ein sehr guter Beat-Stick. Und nochmal 1-9, der bewaffnete Drache, einfach weil er 1-9 hat, ist halt extrem stark natürlich. Kommen wir jetzt zu dem Extra-Deck. Da halten wir uns natürlich sehr an den Synchros. Weil, ja, wir können auch nur Synchros rufen. Wir haben hier einmal die Vierer. Jo, einfach mal ein kleines Line-Up. Natürlich, die sind spezieller, aber wir haben genug Sagenhafte und damit das klappt. Dann kommen wir zu den Level 5er. Zu den Level 5ern haben wir ein paar mehr, weil es halt relativ einfach ist, theoretisch das Ganze zu rufen. Dann haben wir noch 6er, Goyo und Brionak. Brionak natürlich super gut zum eventuell irgendwas zum Loswerden. Goyo wäre ich dann eine starke Karte per se. Werkzeugdrache, unser einziger Level 7er, deswegen spielen wir ihn. Und dann noch ein paar hochstufige Synchromonster. Falls wir es mal schaffen, mehrere Monster auf einmal auf dem Spielfeld zu haben, können wir eben dementsprechend dann in unsere höhere Synchromonster kommen. Aber ich denke mal, das wird eher nicht passieren. Ja, das war das Deck und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für Duell. Alter, okay, oha, Alter, das ist ja der Spammer schlechthin. Ich aktiviere den Effekt von sagenhafter Nozoche. Der ist mächtig, ja. Ja, ich werfe meinen Cerburel ab. Ja. Dann kann ich den specialen. Ja. Und dann kann ich noch seinen Effekt benutzen, um den hier zu beschwören. Ja. Und dann. So, let's go. Dann aktiviere ich den Effekt von dem und ich kann ihn zurückholen. Ja. Und. Ich glaube, das ist falsch gemacht, aber ist egal. Ich weiß nicht, ist das On-Summon-Trigger-Effekt von den kleinen Zweier? Aber ist auch egal. Ist egal. So, ja, das ist On-Summon-Trigger. Also ja, ja, eins, ja, eins ja, zwei, ja, 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 alles eins gut. Zwei. So, ja. Du. Ich dachte, das wäre ein Effekt, aber gut. Nee, nee. Das sind noch alte Karten, die können das nicht. Ja. Ja, was willst du jetzt machen? Hä, 4 oder 5? Ist die Katze auch ein Empfänger? Die Katze ist tatsächlich auch ein Empfänger. Ja, du klein bist. Du machst Synchro 4, dann Synchro 5. Ja, was denkst du denn? Wir haben hier einmal das sagenhafte Einhorn. Ja, okay. Ja, aber das legst du ja schon wieder weg, okay. Hey, was rufst du? Karkastor? Oder den? Exakt. Oh, warte, der kann alle Lichts destroyen oder Darks? Alle Lichts. Nee, alle Nicht-Finsternis. Okay. Also Finsternis kann er nicht destroyen, alles andere schon. Ja, das wird ein Problem. Okay, aber gut. Ja, da, ich hatte ja noch keine Normal Summon. Stimmt. Ja, komm. Dann darfst du. Bitte. Nein. Warte. Ich muss eben lesen. Du weißt, wie viel Defense dein Karkastor hat, ne? Nein. Sagenhaft, dein ganzes Effekt. Discard meinen Elefanten, um deinen Karkastor zu zerstören. Das tut weh. Ich beschwöre meinen Elefanten mit einer 200 ATK-Boost. Ja. Und dann gehe ich in die Battleface mit 1,8. Alles klar. Alles an. Ja, greif an. Ja, dabei handelt es sich um Drachen eine Phalanx. Ja, direkt mit 1,5. Nein! Mainphase 2, Set 1 Pass. Okay, ich ziehe. Wie viel ATK haben. Also der eine hat 1,5 und der andere 1,8? Ja, genau, richtig. Okay. Oha, Alter, das muss ich erstmal lesen. Oha! Was jetzt? Nee, hör auf! Nein! Oha! Nein, nicht! Doch, nein. Ich rufe. Doch? Nein! Doch! Bewaffneter Drache, oh! Der gerüstete Drache. Der 1-9. Ja! Das ist stark. Und ich greife deinen Galabas an. Wieso, wie viel Defense hat der denn? 1-4 tatsächlich. Ja, dann sind das 400 Schaden für mich. Ja. Ja. Dann aktiviert sich noch sein Effekt. Ich kann ein Winddrachenmonster der Stufe 5 oder niedriger als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. Von meiner Hand oder meinem Deck, dann würde ich das gerne tun. Ja, frei raus. Ash wird schwierig. Oder irgendwas. Ja. Ja, bewaffneter Drache Level 5 wäre jetzt was, ne? Boah, das wäre mächtig. Das wäre mächtig. Aber wir spielen hier kein Chested Up, sondern wir spielen hier richtig schön Hidden Arsenal Beatdown. So. Exakt. Warte mal, was habe ich denn hier? Ach, Junge, der triggert nur auf Normal Summon. Ja, gefühlt alle. Ja, das ist da, ja. dann würde ich sagen, beschwöre ich einfach mal meinen Dracheneinheit Gisame im Verteidigungsmodus. Mhm.
Uiuiui. Ui, ui. Und dann darfst du tatsächlich. Ziehe. Ja! Ja! Ja, eine spielbare Karte. So. Oh nein. Jetzt muss ich mal gucken. Wie viele Handkarten hast du? Eine tatsächlich. Oh nein, ich habe zu viele. Okay, das bringt dann leider nichts. Ah, das sagenhafte Einhorn. Ja. Ich mach das nochmal. Wenn man dieselben Handkarten hat, annulliert das alles, oder? Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, haben wir nicht. Aber ja, ich muss in das wunderschöne gehen. Normal beschwöre meine Katze. Ja. Dann wird es gebanished. Und dann gehe ich in mein sagenhaftes Einhorn. Okay. Ja. Das war's dann auch einmal im mächtigen Spielzug. und dann renne ich über dein 1-9er. Okay, dann wird er zerstört. Ja, dann sind das für dich 400. Nee, warte, der hat 1-9, ne? Ja, doch, 400 Schaden. Ja. Ja. Und dann bist du schon wieder. Okay. Ich ziehe. Oha, der Top-Deck. Nein. Der Top-Deck. Nein. Nein, also das, was ich jetzt mache, habe ich nicht getopdeckt, okay? Okay. Dracheneinheit Legionär. Oh, no way, ja. Effekt. Ja. Kann ihn mit einem Dracheneinheit Drachenmonster ausrüsten und ich will Drachen-Einheit. Oh nein, es kommt ein Synchro. Oh no! Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob Synchro oder nicht Synchro. Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. So gut geht's dir also, dass du nicht sogar überlegen kannst, was du machen willst. Ja, genau. Es gibt halt so viele Drachen in der Synchromonster. Ja, tragisches Schicksal, ich weiß, fühle ich vollkommen mit dir. Oh Mann. Also das, weißt du, ich hatte nur diesen Play gerade eben, ich konnte nichts anderes machen. Und er so, ja, was soll ich machen, ich habe keine Ahnung. Ja, nee, aber Legionär hat ja tatsächlich noch einen Effekt, und zwar benutze ich den. Ich lege Phalanx auf den Friedhof und dann kann ich ein offenes Monster von dir zerstören. Ja. Das ist keine Einhorn-Geschichte. Tolles Spiel! Macht Spaß, gegen dich zu spielen. Ja, doch, ja. Ja, glücklicherweise ist aber der hier ja auch noch ein Empfänger. Oh, oh Mann. Ist nicht den, der zweimal angreifen kann? Ja, come on! No way! Ja, hast du dieser Vajrana oder so, ne? Den habe ich aber nicht. Ich weiß. Nein. Also, ich. Ja. Der ist, glaube ich, krass, oder? Der kann wieder equippen vom Friedhof. Oder? Kann der? Ja. Weiß ich nicht. Ja, der ist, keine Ahnung, der ist echt krass. Aber warte, du musst aber Level 5 kommen, oder? Nee, der ist tatsächlich, also die sind beide Level 3. Ach, der ist 3, ja, Entschuldigung, ich dachte, der wird 2. Nee, Phalanx ist 2, genau. Genau, der ist 2. Ja, ich muss gerade überlegen, weil es gibt halt wirklich viele. Ja. Ich habe eher das Gefühl, das Outing-Problem ist da. Ich nehme Dracheneinheit Ritter G-Derg. Ja, ja. Dann benutze ich seinen Effekt. Ich kann ein Drache oder geflügeltes Ungeheuer der Stufe 4 oder niedriger vom Deck auf die Hand nehmen und dann einen Drachen oder geflügeltes Ungeheuer abwerfen. Stark. Ja. Jetzt sag nicht, du hast eine Kombi noch in der Hand, so von wegen, ja, ich werfe hier ab. Und... Nein, das habe ich jetzt nicht. Ja. Das wär's. Ja, ich sehe es schon. Ja, Dux als Follow-up. Ah, okay. Legionär. Ich finde, Dux ist halt der Beatstick, aber Legionär kann halt zerstören. Ja, schon stark in dem Format, auf jeden Fall. Ja, und dann werfe ich halt den ab. Ja, come on, ey. Jetzt, wenn ich das Ding oute jetzt, er kommt nächsten Zug mit Zerstörung. Wie viel hat der? 2-4. Na gut, dann habe ich 2-8 Schaden genommen bisher. Okay. Ja, und dann darfst du. Ja, ich ziehe. Ich meine, du kennst ja meine Handkarte so, ne? Also, ja, ist ja richtig. Das bringt leider nicht so viel. deswegen setze ich und du bist dann. Kann der nur offene zerstören oder auch verdeckte? Er kann tatsächlich nur offene zerstören. Okay. Ja, ich. Oh mein Gott, nein! Oh, ey, sorry, Mann. Oh nee, ey, komm, ey. Echt, also, ja, Normal Summon Legionär. Ja. Echt? Ja. Rüste ich ihn mit Phalanx aus. Ja. Dann benutzt du den Effekt von Phalanx, um ihn zu specialen. Staubtornado. Achso, ah, okay, Staubtornado. Ja, das ist okay, das ist fein, das ist fein.
Dann, ja gut, dann kann ich den leider nicht, aber dann nehme ich halt den so und dann zack! Ja komm, was ist das denn? Schwitz in einmal, gibt's doch nicht. Es ist halt echt ekelhaft, ne? Was soll ich machen? Ich benutze Side Effect. Ja, freilich. Und hole mir bewaffneter Drache. Ja! Es tut mir leid, okay? Es tut ja, mir ja, leid. Ja, 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 ich glaube ich dir Herz, sofort. Das Herz der Karten wollte es so. Glaube ich auch. Ja, dann, ich hoffe mal, dass da nicht Flammfellwache liegt. Deswegen, ich greife mit meinem bewaffneten Drachen an. Ja, da liegt ein Baum. Also eigentlich eine Eiche. Die ist aber okay. Zerstört, leider. Dem okay, eins, ja, dann. Okay, dann aktiviert sich sein Effekt. Ja, 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 ja. Aber das Monster kann immerhin in diesem Zug nicht direkt angreifen, also das ist etwas für dich. Wie viel hat der Legionär Angriff? 1-2, ne? 1-2, also das sind 4000. Ja. Habe ich überhaupt noch einen Winddrachen? Boah, ich bin auf 1-2 runter. Das ist jetzt ja spannend. Überleg mal kurz. Ja. Dann entscheide ich mich für den Gizame. Main 2. Für den Flex. Ich meine, ich kann seinen Effekt eh nicht benutzen, aber was soll's. Du bist dran. Jetzt so ein Überläufer, der wird schon das Duell noch drehen. Oder Feindkontrolle. Oh, ich habe nichts gesehen. Ich hab ehrlich nichts gesehen. Es ist egal. Dein Drache ist so mächtig. Ich habe, er ist halt so mächtig. Ich habe jetzt erst gezogen, Skilltrain. Ich hätte es früher gebraucht. Oh nein. Och nein. Oh, das tut mir wirklich leid, Mann. Mach kein Mitleid mit seinem Gegner. Kein Erbarmen. Let's go. Kein Erbarmen. Einfach ins Reich der Schatten mit dir. Let's go. Ja, das war das Duell. Ich würde sagen, das erinnert doch auf jeden Fall an alte Zeiten. Kaum Zauber im Fallengarten und vor allen Dingen sehr viele Beatsticks und einfach Monster. Angriff, 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 Angriff. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, das zweite Duell findet ihr jetzt bei CK Phoenix auf seinem Kanal. Er hat bereits auch ein Video dazu gemacht. Und dort sieht man dann, ob eventuell ich nochmal aufhole oder eben, ob er dann letztendlich gewonnen hat. Also schaut bei ihm vorbei und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.